Willkommen zum Einsatzleitertraining in Ihrem neuen Einsatzgebiet München. Ich bin Ihr Supervisor und ich begleite Sie durch Emergency 5. Hier ist Ihr erster Einsatz. Feuer auf einer Baustelle. Ihre Aufgaben werden in der Aufgabenliste angezeigt. Achten Sie auf die Liste, dann wissen Sie immer, was zu tun ist. Um das Geschehen genauer beobachten zu können, können Sie die Kamera mit dem Mausrad näher an das brennende Objekt heranbewegen. Wenn Sie die Kamera nach links oder rechts schwenken wollen, halten Sie die rechte Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus nach links oder rechts. Gut. Wir brauchen einen Rüstwagen mit Feuerwehrmännern. Wir müssen ihn aus der Emergency-Basis gleich nebenan holen. Klicken Sie auf das Feuerwehrfahrzeugsymbol. Wählen Sie den Rüstwagen aus. Holen Sie jetzt den Rüstwagen ins Einsatzgebiet. Klicken Sie erst auf das Senden-Symbol und dann mit der rechten Maustaste auf den markierten Platz im Einsatzgebiet. In Ordnung. Klicken Sie jetzt auf das blinkende Symbol Aussteigen in der Aktionsleiste des ausgewählten Rüstwagens. Wird erledigt. Gut, um den Brand zu löschen, muss ein Feuerwehrmann mit einem Löschschlauch ausgerüstet werden. Wählen Sie einen Feuerwehrmann mit der linken Maustaste aus. Ja? Genau. Klicken Sie jetzt auf das blinkende Symbol Löschschlauch in der Aktionsleiste des ausgewählten Feuerwehrmanns. Ist in Arbeit. Achten Sie jetzt auf die brennende Palette und auf Objekte in Ihrer unmittelbaren Umgebung. Alle Objekte, die Sie mit dem Feuerwehrmann löschen oder kühlen können, sind markiert. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die brennende Palette. Der Feuerwehrmann wird den Schlauch automatisch an einem Hydranten anschließen und mit dem Löschen beginnen. Okay. Ein Tipp. Oft ist das Kühlen von Objekten in der Nähe eines Feuers genauso wichtig wie das Löschen des Feuers selbst. Damit verhindern Sie, dass sich Brände ausweiten. Rüsten Sie einen weiteren Feuerwehrmann mit einem Löschschlauch aus. Was geht's? Kein Problem. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Fässer neben der brennenden Palette, um sie zu kühlen. Der Feuerwehrmann führt die Aktion dann automatisch durch. Sofort.
Hervorragend, Sie haben den Brand gelöscht. Lassen Sie jetzt Ihre Feuerwehrmänner wieder in den Rüstwagen einsteigen. Wählen Sie dazu erst einmal alle Feuerwehrmänner zusammen aus. Linke Maustaste gedrückt halten und einen Auswahlrahmen um alle Feuerwehrmänner ziehen. Erwarte Gut. Befehle. Jetzt mit der rechten Maustaste auf den Rüstwagen klicken. Kein Problem. Perfekt. Übrigens, im Einsatzgebiet hat sich soeben ein Verkehrsunfall ereignet. Orientieren Sie sich an der Übersichtskarte unten links. Ihr Rüstwagen und die Unfallstelle sind auf der Übersichtskarte markiert. Klicken Sie jetzt auf der Übersichtskarte die Unfallstelle an. Die Kamera wird dann dorthin bewegt. Versuchen Sie es. Sie können die Kamera natürlich auch selbst über das Einsatzgebiet bewegen. Gehen Sie mit dem Mauszeiger an den Bildschirmrand. Die Kamera wird sich dann in die entsprechende Richtung in Bewegung setzen. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, wenn die Kamera sich schneller bewegen soll. Versuchen Sie es. Okay. Der Fahrer des Fahrzeugs ist verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Sie müssen ihn mit einer Rettungsschere aus dem Wrack befreien. Senden Sie Ihren Rüstwagen zur Unfallstelle. Wählen Sie ihn per Linksklick aus, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den markierten Bereich an der Unfallstelle. Höre. Okay. Lassen Sie Ihre Feuerwehrmänner aussteigen und rüsten Sie dann einen von ihnen mit einer Rettungsschere aus. Bin dabei. Bin bereit. Sofort. Okay, jetzt können Sie den verletzten Fahrer aus dem Fahrzeug befreien. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Unfallfahrzeug. Okay. Gut, der Fahrer ist verletzt. Er benötigt einen Notarzt. Holen Sie ein Notarzt-Einsatzfahrzeug mit Notarzt. Bin dabei. Wird erledigt. Gut. Wählen Sie den Notarzt und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den verletzten Fahrer. Der Notarzt wird den Patienten untersuchen, eine Diagnose stellen und ihn dann behandeln. Bin bereit. Alles klar. Der Gesundheitsbalken des Patienten ist rot und nicht ganz gefüllt. Der Patient ist verletzt und nicht transportfähig. Während der Behandlung wird der Gesundheitsbalken aufgefüllt.
Sobald der Balken komplett voll ist, kann der Patient abtransportiert werden. Gut gemacht. Der Patient ist jetzt transportfähig. Holen Sie ein Rettungstransportfahrzeug mit einem Sanitäterteam. Verstanden. Okay. Sehr gut. Wählen Sie jetzt das Sanitäterteam aus und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf den Patienten. Das Sanitäterteam bringt den Patienten dann mit dem Rettungstransportfahrzeug ins Krankenhaus. Höre. Kein Problem. Jetzt müssen wir uns noch um das Unfallfahrzeug kümmern. Es ist nicht mehr fahrbereit, muss also abgeschleppt werden. Holen Sie einen Abschleppwagen und transportieren Sie das Unfallfahrzeug ab. Wird gemacht. Wenn Sie den Abschleppwagen ausgewählt haben, reicht ein Rechtsklick auf das Unfallfahrzeug, um es abzutransportieren. Wird gemacht. Gut, Sie haben den Einsatz erfolgreich beendet. Senden Sie Einsatzpersonal und Einsatzfahrzeuge zurück zur Einsatzbasis. Dort werden Ihre Einheiten automatisch wieder fit gemacht, wenn Sie während eines harten Einsatzes mal in Bedrängnis geschwächt worden sind. Wählen Sie eine Einsatzkraft per Linksklick aus. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das passende Einsatzfahrzeug. Dann steigt die Einsatzkraft automatisch ein. Was geht's? Verstanden. Kein Problem. Bin bereit. Jawohl. Alles klar. Ja? Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Okay. In Ordnung. Was geht's? Wird erledigt. Ja? Zu Befehl. Gerade erhalten wir einen Notruf. Überfall auf Supermarkt. Finden Sie den vermummten Täter und nehmen Sie ihn fest. Klicken Sie auf das blinkende Symbol in der Aufgabenliste oben rechts, um automatisch zum Einsatzort zu springen. Okay,
Der Täter auf der Übersichtskarte ist mit einem Symbol markiert. An die Arbeit. Senden Sie einen Streifenwagen mit Polizisten in die Nähe des Täters. Lassen Sie die Polizisten dann aussteigen. Sofort. Sofort. Der Täter ist aggressiv. Rüsten Sie Ihren verbliebenen Polizisten schnell mit Pfefferspray aus, um den Täter handlungsunfähig zu machen. Ja? In Ordnung. Setzen Sie den Täter jetzt mit dem Pfefferspray außer Gefecht. Danach rüsten Sie den zweiten Polizisten mit Handschellen aus und nehmen den Täter fest. Zugriff. Verstanden. Jetzt können wir den Täter festnehmen. Er kann sich nicht mehr dagegen wehren. Was geht's? Zu Befehl. Bin dabei. In Ordnung. Sehr gut. Ihr Training ist damit abgeschlossen. Sie sind bereit für Ihren ersten Auftrag als Einsatzleiter. Herzlichen Glückwunsch zur Beförderung. Machen Sie Ihre Sache gut.